Friss das! Moin und herzlich willkommen zurück zu Wolkenoids gemeinsame Multiplayer-Koop mit Ari. Büchen. Wir haben uns beim letzten Mal schon vorbereitet auf die Mission, die wir jetzt haben. Und zwar haben wir ganz viele Granaten, Munition und auch Medikits gemacht. Denn jetzt müssen wir ein Drillship-Flaggschiff von den COGs angreifen. Das ist quasi ja das Krasseste, was man überhaupt angreifen kann. Und wir brauchen die Teile aus diesem Drillship, um unser eigenes Drillship wieder zu verbessern. Und das heißt, da müssen wir jetzt natürlich auch noch hinfahren zu der Location, wo die parken. Die parken halt irgendwo. Und jetzt müssen wir da erstmal hin und müssen die dann entsprechend angreifen. Mal gucken, wo das jetzt genau ist. Ich bin gespannt. Fahren wir doch da einfach mal hin. Oh, da ist nochmal Schwefel. Sehr gut. Das nehmen wir gleich mal mit. Und dann einfach mal nach Norden durchfahren. Nee, geht nicht. Da kommst du nicht durch. Ah, ja, stimmt. Ich muss zu der Brücke, genau. Ich muss nach rechts zu der Brücke. Oh, Mann. Oder du kannst, warte mal, direkt im Norden. Jetzt fahr mal gerade hoch. Ja, mal, ob es da eine Brücke gibt vielleicht. Das wäre ja krass. Eine Brücke direkt im Norden? Nee, nee, gibt's leider nicht. Schade, schade. Keine Brücke direkt im Norden. Dann einmal drumherum. Wieder einmal. Wo das wäre zum Beispiel auch okay, wenn sie sagen, du musst ins erste Gebiet, aber wir machen hier eine Brücke, wo du durchkommst. Oder du musst dir die Brücke selber machen. Das wäre auch cool. Wenn du irgendwie eine Möglichkeit hättest, dir selber eine Brücke zu erzeugen. Keine Ahnung, wenn du dein Drillship upgradest und das kann irgendwie über die Lava halt Tunnel durch die Lava bauen oder so, keine Ahnung. Die dann auch permanent sind, wo du dann nicht... Aber halt, das muss halt teuer sein, aber das wäre geil, wenn es gehen würde. Wenn du quasi die Lava entfernen könntest, so mehr oder weniger, ja. an bestimmten Stellen, das wäre cool. War schön nach Norden, Norden, Norden. Norden, Norden. Norden, Norden. Nehmen wir weiter. Oh, das ist Norden. Links der Durchgang. Links, da, ah ja, da. Ich sehe es schon. Da, wo Durchgang steht. Da, wo das Schild ist. Und jetzt. Kannst du eigentlich drauf zufahren? Jetzt kann ich einfach drauf. Okay. Stimmt, das ist ja da. Links. Machen wir das in 15 Minuten? Weiß ich nicht. Probieren. Ich meine, wir haben jetzt eine Gatling Gun. Wir sind gefährlich. Das sind zwei böse. Ja, weil mir wird irgendwie nur das eine da angezeigt. Ja, toll. Ach nee, ins linke, zum linken musst du und rechts ist, glaube ich, das Schiff, das wir... Oder ist es besetzt? Das ist beides besetzt. Travel to location. Aber warte mal, da unten ist so ein... Das nehmen wir mal mit. Destroyed Refinery Module. Die sind beide mit einem krassen Drillship besetzt, glaube ich. COG Hills. Ja. Travel to location. Jetzt ist links frei. Weg. Ach so, nee, das war nur das Quest-Symbol, lol. Ah, okay. Oh, wie verwirrend. Das Quest-Symbol ist dasselbe wie... Ah, wie von dem Drillship. Das ist überhaupt nicht verwirrend. Ja, Interface-Design und so, das ist nicht die Stärke des Spiels auf jeden Fall. Gut, aber... Wir werden hier gleich direkt begrüßt, sehr gut. Ja, Attacke! Ja, oh, das ist direkt da oben auf dem Berg. Ach du, ne? Scheiße, okay, ja. Aber gut, dann haben wir einen kurzen Laufweg. Bereit? Geht schnell dann. Ja, ich bin bereit. Gut mit der Gatling Gun, da können wir eh nicht so schnell. Ja, stimmt. Du bereit? Ich bin bereit, ja. Die Frage ist, hält unser Schiff das aus? Ich hoffe. Es hat's auszuhalten. Ja, wir gehen jetzt einfach hoch. Guck mal, hier haben wir auch eine schöne Deckung gegen die Turrets von dem Ding. Nee, ich schieß gerade auf den Bot, der da links neben uns rumgelaufen ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, mit der Gatling Gun auf die Turrets zu schießen, ehrlich Glaube gesagt. Glaube ich weniger. Oh Gott. Okay, sehr gut, der ist weg. Oh Gott, ah! Das war gut, das war sehr. Oh, Scheiße! Muss mal irgendwie Würstchen essen. Schön Sperrfeuer, genau. Geht's noch? Ist aber zu viele. Ja, lauf lieber zurück, lauf lieber zurück. Ich bin schon tot. Ich versuche die Stellung hier zu halten. Komm mal, beeil dich.
Es gräbt sich ein! Nee. Ja, doch, es gräbt sich ein! Die Schweinerei! Bleib stehen! Das gibt es nicht. Das war, ging denen wohl zu schnell jetzt. Aber wie schnell das weg war plötzlich. Krass. Das ist nicht euer Ernst. Das ist geflohen. Die Feiglinge. Ja, ins Drillship und hinterher, oder? Ja, dann bleibt ja nichts anderes übrig. Hast du dein Zeug? Aber jetzt sagt er, wir haben kein Drillship found. Wie, hat sich die Luft aufgelöst, oder was? Ja, anscheinend. Ich habe jetzt mal noch die Bots gelootet. Das gibt's ja nicht, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. In you with other task. Wir haben keine andere Task, oder? Oder hat dein Telefon nochmal geklingelt? Haben wir? Nee, wir haben keine andere Task. Das ist die Task. Aber vielleicht, wenn ich mich eingrabe, vielleicht wird's dann irgendwie refreshed. Ich grab mal. Das ist ja merkwürdig, in dem Moment, wo wir... Und graben die sich einfach ein? Ja, vor allem, der eine Turret war schon weg. Der war schon geplatzt. Ja, den habe ich mit Granaten abgeschossen. Ich hatte mit Mörser noch drauf gehalten. Das ist ja eine Schweinerei hier. Ja, es wird keins angezeigt. Hä? Carry... Continue with other task. Ja, schön. Weißt du was, ich fahre einfach mal ein bisschen rum. Vielleicht liegt ja so eine Titaniumhülle doch irgendwo rum. Solange kein Drillship da ist, können wir uns ja auch nicht wirklich irgendwo ausgraben. Ah, da! Es ist wieder da! Wie diese COGs immer Zeit schinden hier. Jetzt ist es wieder an derselben Stelle, lol. Oh. Wow. Jetzt dieselbe Stelle! Oh, wow. Oh Gott. Oh Gott! Naja. Also immer kurz im Kreis fahren und dann wieder ausgraben. Sie sind geflüchtet, ja, die Schweine. Sind abgehauen. So, jetzt bin ich bereit. Ich auch. Ich bin auch bereit. Aus und los. Achtung, sie kommen. Baller hier. Ist der Turret jetzt noch... Der Turret ist wieder ganz! Die haben den repariert! Ein Säcke, das gibt's doch nicht, ey. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Granate explodiert gar nicht. Weißt du was? Ich mach mal denen ihre Kraftwerke oben kaputt. Schon mal. Damit die nicht die Energie haben, um abzutauchen. Ah! Ah, nein, nicht Würstchen. Egal, doch, Würstchen essen, komm. Schnell, 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 ist schneller. Oh Gott. Diese einfach nur rumstehen, Leute. Best KI. Oh! Ich bin drin, ich bin tot. Nein. Oh, bitte nicht eingraben jetzt. Ich brauche meine Sachen wieder. Ja, ich versuche gerade... Ich versuche gerade dafür zu sorgen, dass sie es nicht können. Warte, warte, warte. Ich bin auch drin jetzt. Das wäre jetzt sehr lustig, wenn wir jetzt... Oh nee, scheiße, ich bin fast tot. Pass auf! Ah, da sehe ich dich. Sehr gut, ich bin in der Ecke hinter dir. Ich esse gerade Würstchen im Drillship. Ah! Oh shit! Ah, fress das! Jawoll! Du bist schon ordentlich am Zerlegen, oder? Aua. Ja. Gut.
Was müssen wir kaputt machen, damit die nicht abhauen? Den Kopf vorne, oder? Auf jeden Fall hier, die Dinger müssen wir kaputt machen, die Spawner. Das war knapp. Da habe ich schon mal den Bohrkopf. Stimmt, der Bohrkopf, genau. Hau einfach Granaten auf. Ha! Nein! 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 Ich brauche Waffe, Waffe, Waffe! Warte, komm mal her, komm mal her! Abo, komm hier in den Zähne! Ah, da, 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 da! Warum, warum, die Hadi, du, du! Jetzt komm ich raus, komm ich raus! Scheiße, scheiße, ich bin tot! Das war leicht unkoordiniert. Geh ich ja zu. Meine Sachen sind da jetzt drin. Scheiße! Ich habe übrigens keine Granaten mehr, ne? Die haben alle meine Granaten. Nein. Auch, doch, doch. Ich habe noch Granaten. Oh Gott, wie viele da stehen! Das waren 10 ineinander. Naja, das sind die, die mich getötet haben, kann das sein? Ja. Wenn die da in dem Gang drin stehen, dann sind die das. Backpack. Welches Backpack ist jetzt meins? Ich habe jetzt einfach mal eins genommen. Ich weiß jetzt nicht, welches meins war. Hast du noch Granaten? Ja. Dann war es meins. Ich vernichte die jetzt. Kleinen Schweinchen. Da kommen sie. Da, ja. Da, da. Die waren's. Oh Gott. Die da waren's. Ja, ja. Ich arbeite dran. Nein, ich habe keine Granaten mehr. Scheiße. Habe ich noch Mörsergranaten? Das ist eine Gatling Gun. Ja, ich heile da. Gott, es sind so viele, ey. Okay, alles gut. Oh Gott, ich muss Würstchen essen. Bist du drin? Ich hab hier draußen, ich hab meine Sachen wieder. Ah, okay, gut. Ich wollte gerade sagen. Ja, das klingt nach deinen Sachen auf jeden Fall. Der Drishop-Kopf ist immer noch lebendig. Wir haben keine Granaten mehr. Ja, ich hab aber Mörser noch. Du kannst mit dem Mörser drauf schießen. Das geht, glaube ich, auch. Ja? Ja, ja, ja. Das ist nicht ganz so effektiv, aber das geht. Warte. Ja, sehr gut. Nice. Aua. Alter, der ist noch... hinter uns. Der Drillship... das ist... Ah! 21% hat der. Echt? Ja. Warte. Ich bin weiter drauf. 19. Ich hab keine Muni mehr. Ich kann nicht mehr. Okay, warte. Wir können doch mit der Spitzhacke noch drauf haben. Wir haben keine Zeit, um Spitzhacken-Sachen zu machen. 5 Minuten müssen wir unterirdisch sein. Ich weiß, aber wir haben nichts mehr. Ist noch in den Schränken vielleicht noch was drin? Ja, ein bisschen Muni. 3% noch. 0. 0, okay. Ich gehe mal schnell zurück und hol mal Granaten aus unserem Durchschnitt. Granaten haben wir, glaube ich, keine mehr. Das glaube ich auch. Aber Mörsergranaten vielleicht noch. Ja. Könnte schlau sein. Räum auf hier drin, solange ja. Es geht. Oh, ich habe auch keine mehr, shit. Zum Glück müssen wir nicht weit laufen. Wir haben im Grunde noch viel Zeit. 5 Minuten sind viel Zeit eigentlich. Wir brauchen ich mach neue Granaten. Du hast neue Granaten? Okay, perfekt. Ich mach neue. Achso, du machst neue. Ich hab, hier sind noch 5 drin. Nimm und geh schon mal hoch. Ja, okay, ja, ja, ja. Okay, jetzt ist wieder die Frage, was müssen wir noch zerstören? Da oben ist auf jeden Fall noch ein... Alle Module. Genau. Alle Wände. Genau, genau. Alle Wände, alle Module. Alle Wände, alle Zwischendecken, alle Module. Wände, Zwischendecken, Module. Oh, erstmal hier oben die Dinger da, Hat das jetzt getroffen? Ich bin mir da mal nicht sicher. Ah, okay, es hat getroffen, sehr gut. Das braucht halt auch pro Modul 4 Granaten, Alter. Es ist schon wieder alles weg. Scheiße. Weißt du was? Den Turret mal jetzt hier mal von innen. Du bist ja gerade am Granaten machen, oder? Ja. Gut, dann mache ich so lange mit der Spitzhacke erstmal weiter. Komm schon, stirb. Jawoll. Die Wand hier ist auch kaputt gleich. Sehr gut. Ah, das ist die große Produktionsanlage hier. Aber die ist auch gleich kaputt. Die hat es auch gleich. Zum Glück haben wir ganz gut schon Schaden gemacht auch. Mit den Granaten auch an anderen Modulen. Okay, sauber. Ist kaputt.
So, warte, hier noch. Oh Gott. Das sind alles Dreiermodule. Die Dreiermodule sind echt am schwersten zu zerstören. Versuche erstmal, wenn du die Granaten hast, das auf kaputt zu machen damit, was auf dem Dach ist, weil da kommen wir so schlecht dran. Die anderen Sachen versuche ich gerade unten mit der Spitzhacke kaputt zu machen. Wenn ich noch 3 Minuten. Komm schon, komm schon. Ich frag mich halt, ob es weg ist, wenn der Vulkan ausbricht, weißt du? Oder ob es reicht, wenn wir uns einfach eingraben. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Weil an sich, warum sollte es weg sein? Also es gibt ja keinen Sinn. Oh Gott, das dauert zu lange. Platz! Platz! So ein Stufe 3 Modul zu zerstören mit der Spitzhacke dauert schon ganz schön lange. Das ist schon nicht ohne. Stirb! Verdammt nochmal, jetzt Platz! Das gibt's doch nicht! Wie viel sind da noch? 1%? Okay, ja, gut. Alles gut. So, jetzt hinten noch. Okay, das ist nur eine Stufe 1er. Okay, das sieht schon gut kaputt aus. Oh oh. Sag mir bitte, dass du mit Granaten unterwegs bist. Ja. Okay, gut. Mann, scheiße, geh kaputt! Boah, auch das dauert voll lange, ey. Das klingt gut. Okay, das hier ist auch kaputt. Hier ist noch eine Tür hier ganz hinten. Ich komme mal raus. Oh shit. Okay, ich glaube. Ah, wir müssen das noch mitnehmen. Ich glaube, es ist alles kaputt, oder? Nee. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir schaffen es sonst nicht, wir schaffen es sonst nicht. Oder wir gehen hier vorübergehend, ah nee, ich weiß gar nicht, wie ist denn das, wenn unser Drillship oben ist? Das ist keine gute Idee, oder? Ja, lass uns Drillship eingraben. Lieber eingraben. Oh scheiße, die schießen auf mich. Oh, kacke. Ich hoffe, es bleibt da. Ja, bitte, oh ey, das wäre jetzt so mies, ne? Die ganze Munition, die ganzen Granaten reingeballert. Wenn das dann weg ist, ey. Dann können wir gleich nochmal Sulfur meinen gehen. Mhm, dann können wir gleich zweimal Sulfur meinen gehen. Okay, Achtung, 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 ich ziehe den Hebel. Ja. Oh shit, ich glaube, so knapp war das noch nie. Unser Sulfur ist übrigens alle. Ja, super. Sulfur gibt es echt viel zu wenig, also das muss man wirklich sagen. Es sei denn, es gibt wirklich noch irgendwo eine Sulfurmine, die wir nicht kennen. Ich glaube, das war knapp diesmal. Sehr knapp. So, jetzt bin ich gespannt. Können wir das zufällig durchs Periskop sehen? Ja, ich kann es sehen, lol. Okay, wir können sogar bitte die Bots da. Sehen. Bitte bleib da. Bitte bleib da. Oh Gott, wenn oh das Gott. Jetzt weg ist. Naja, Alter. Wenn nur noch die Überreste da sind, reicht es ja auch. Ja, wenn die Überreste noch da sind. Ist überall Rauch, man kann es nicht sehen. Warte. Oh? Es ist weg. Nee! Aber war das Dampf da hinten an der Stelle? Ich guck da sicherheitshalber noch mal hin, oder? Ja, auf jeden Fall ausgraben. Ja, stimmt, genau. Auf jeden Fall ausgraben. Da, am Hebel ziehen. Da steht aber No Drillship found. Ich glaube, es ist weg. Ach, Mann, ey. Oh, das ist so mies, ne? Das ist so mies. Vor allem, es war so knapp. Wir hätten es fast geschafft. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Nee. Da war nur, weiß ich nicht, vielleicht eine Wand oder so oder ein Modul. Wie ärgerlich, ey. Scheiße. Okay, also wir merken uns, für so ein Flagship brauchen wir wesentlich mehr Granaten noch. Und wir dürfen es nicht so knapp angehen. Ja, Approach Enemy Drillship. Obwohl, warte mal. Vielleicht gräbt es sich jetzt im kaputten Zustand aus. Get ready to fight. Ist das wieder intakt? Ja. Oh, weg, weg, weg. Ja, ist es.
Weg, 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 das schaffen wir nicht. Und hinter uns ist übrigens noch eins. Wunderbar, wollen wir nochmal ins Gebiet 1 zurück? Ich glaube, wir gehen nochmal ins Gebiet 1 zurück und holen uns nochmal ein kleines bisschen Sulfur. Yay. Bist du da? Ja. Bist du schon drin, ja? Okay. Ja. Dann mal schnell weg hier, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Das ist echt, das ist dämlich irgendwie, oder? Also ich meine, wenn das schon ein Wrack ist, so, also quasi ja kaputt, warum ist es dann einfach wieder regeneriert quasi, wenn die Eruption stattgefunden hat? Das ist ein bisschen doof. Da wollen sie wieder so einen künstlichen Zeitdruck erzeugen, dass du halt safe fertig sein musst, bevor die Eruption durch ist. Naja. Oh, die Frage ist, machen wir das jetzt oder nächstes Mal? Ich würde vorschlagen, nächstes Mal würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne, es hat Spaß gemacht. Und nächstes Mal gehen wir es aber wirklich an. Ja, nächstes Mal machen wir das dann. Da machen wir einfach eine Riesenladung Sulfur holen. Genau. Und dann mache ich Granaten, so viele Granaten. Nächstes Mal machen wir den Sack zu. Und an der Stelle ist diese Folge Volkanoids im Koop mit Ari auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob wir das hier weiterspielen sollen oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne ein Abo da lassen, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und die Benachrichtigung aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Volkanoids, sondern auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren und Glocke aktivieren. Und ihr könnt auch gerne mal hier in die komplette Playlist zu Volkanoids reinschauen. Und euch auch schon die ersten Durchläufe ansehen, die ich gemacht habe. Und dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Volkanoids. Bis dann, ciao, ciao.